geht's so los. Erstmal nur Bass. Ja. Und dann noch ein zweites Mal mit Klavier. So zu betrachten, dass man mit losem Mundwerk spricht. Also nicht eben in dem Moment, wo man spielt, nicht darüber nachdenkt, was man sagt, sondern einfach das, was gerade rauskommt, rauskommen lässt. Okay. Und deswegen fand ich Loose Tongue einfach sehr passend für dieses Album, ja? Weil das irgendwie für mich auch Jazz ausmacht. Also du hast dir vielleicht schon mal irgendwann Gedanken gemacht darüber, was du irgendwann mal sagen würdest. Aber in dem Moment, wo du es wirklich sagst, tust du es nicht mehr, denkst du nicht mehr drüber nach.